Heute möchte ich euch die neue Anlage CraftMic Pulse vorstellen. Wir haben hier zwei Pulsanlagen, die speisen spritzerarm. Beim Pulsen habe ich einen sehr definierten Puls, der dann die Tropfen quasi spritzerarm rüberbringt. Und ich kann auch sehr sensible Sachen schweißen, wie das Alu-Schweißen oder das MIG-Löten. Da haben wir zwei Stück, einmal mit 250 Ampere, die CraftMic 253 Puls, und einmal mit 200 Ampere, einphasig, die CraftMic 201 Puls. Ja, wir wollen jetzt gleich Stahl schweißen, deswegen habe ich schon eine Rolle eingelegt. Es geht 2 in 0,8 mm. Die wird gefördert durch einen 4-Rollen-Antrieb, der fördert sehr sicher und sehr sauber. Dann habe ich hier meine Parameter. Das heißt, jedes Material, was ich schweißen möchte, kann ich hier ablesen. Die haben alle eine Programmnummer. Wir wollen zum Beispiel Stahl schweißen, 0,8 mm unter 8218. Und so kann ich eben jeden Parameter hier ablesen. Also hier kann ich meine Programmnummer einstellen. Dann gehe ich auf P. Wir wollen jetzt P9 schweißen. Dann stelle ich meine Materialstärke ein. Das kann ich hier, Materialstärke. Wir wollen 2 mm schweißen. Und dann, wenn ich wissen möchte, welche Parameter liegen dahinter, drücke ich nochmal den Knopf. Dann sehe ich eine Drahtgeschwindigkeit von 7,5 Meter pro Minute mit einer Amperezahl von 90 Ampere. Das heißt, hinter den 2 mm liegen schon Parameter, die euch die Einstellung einfacher und sicherer machen. Natürlich kann ich jeden Parameter noch verstellen, je nachdem, welche Lage ich habe. Dann gehe ich einfach hier auf den Drehregler und dann kann ich alles noch verstellen. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit Pulsen, Doppelpulsen. Dann habe ich also zwei Pulse. Ich kann also zum Beispiel auch eine Steignaht schweißen, normal schweißen. Das heißt, wenn ihr Freestyle schweißen wollt, also ihr müsst Volt und Ampere selbst einregeln. Synergieschweißen heißt, hier stelle ich die Materialstärke ein, also das einfache Schweißen. Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen, dann Zweitakt, Viertakt, Stufenschalter und Punktschweißen. Hier kann ich noch alle Nebenparameter verändern, wenn man das möchte. Auf diesem Knopf kann ich ganz einfach meinen Gastest machen und mein Schlauchpaket schon durch Gas vorströmen lassen. Der Knopf ist dazu da, um den Draht stromlos einschleichen zu lassen. Und hier kann ich noch Programmplätze abspeichern. Natürlich kann ich jeden Parameter auch noch verändern, je nachdem, wie ihr schweißt.